Die Feuerwehr Deckendorf ist eigentlich für jeden Ernstfall gewappnet. In der vergangenen Woche stießen sie jedoch an ihre Grenzen. Kein Katastrophenalarm, sondern ein Computerproblem legte die Einsatzzentrale lahm. Uns hat ein Virus erwischt, wo wir nie gerechnet haben, dass uns sowas erwischen würde. Und natürlich bei einer Feuerwehr hat das fatale Folgen. Wir sind also im Bereich der Alarmierung, alles was über die Leitstelle Straubing hier reinkommt, was wir dann an Einsatzmitteln hier brauchen, zum Beispiel Anzeige am Bildschirm oder Anzeige der Anfahrtswege, ist halt dann auf einmal lahmgelegt worden. Der Bundespolizei oder auch GEMA-Virus schleicht sich per E-Mail in das Gerät ein. In der Betreffzeile der Nachricht befindet sich meist eine Zahlungsaufforderung. Ein Klick und schon ist der Virus auf dem Rechner. Spätestens nach dem nächsten Neustart ist der Rechner dann gesperrt. Eine Zahlungsaufforderung von 50 oder 100 Euro wird am Bildschirm angezeigt und sämtliche Maßnahmen mit Steuerung Alt entfernen, einen Neustart durchzuführen, abgesicherter Modus scheitern dann. Robert Weber muss derzeit rund 10 Computer wöchentlich vom Bundespolizeivirus befreien. Die Urheber sind momentan noch anonym. Mit dem Virus wollen sie Computernutzer abzocken. Das ist praktisch immer der Grund für den Virus. Früher wurde aber nur der Rechner gesperrt und zur Zahlung über UCash, PaySafe, das sind anonyme Bezahlverfahren, die an der Tankstelle zum Beispiel geleistet werden können und der Empfänger damit nicht ermittelt werden kann. Und jetzt in der neuen Variante verschlüsselt der Virus auch die eigenen Dateien auf dem Rechner. Es gibt bereits viele Foren, die dem Verbraucher helfen wollen. Diese sind jedoch zum Teil überlastet. Zudem ist es schwer für Unerfahrene, die Daten zu retten. In der Deckendorfer Feuerwehrzentrale konnte der Experte alles wiederherstellen. 6 weitere Feuerwehrleute fingen sich dem Virus ebenfalls ein. Einer hatte sogar einen finanziellen Schaden. Wenn Sie heute eine Meldung kriegen von der Bundespolizei, wie es bei dem jungen Mann war, und erschrecken dann und Sie sollen sofort 100 Euro einzahlen irgendwo auf ein Konto oder per irgendein Zahlverfahren. Und der junge Mann hat das natürlich sofort gemacht, um den Eltern das auch zu verheimlichen. Der Bundespolizeivirus wird momentan noch von keinem Virenprogramm erkannt. Nur erhöhte Wachsamkeit hilft, dass der Eindringling draußen bleibt.